Good. On air. Good. Auf Radio Radio. On air. Good. Auf Radio Radio. On air. Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zeitreise. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr hört ein Tondokument der Vergangenheit und plötzlich ploppt bei euch im Kopf eine ganze Leiste von Erinnerungsfragmenten auf, Momente, Personen, Ereignisse und das alles steckt irgendwie in diesem Tondokument drin. Sei es eine Rede, sei es eine private Aufnahme oder ein Song aus dem Radio, irgendetwas. Faszinierende Möglichkeiten, die so Tondokumente haben für uns und unsere Erinnerungen. Mir ist das letztlich auch so gegangen. Und zwar habe ich die Gelegenheit bekommen, einen alten Bandauftritt meiner Schulband digital zu retten von Musikkassette. Und wenn man das macht, dann beschäftigt man sich ja relativ ausführlich so mit den Frequenzbändern und den Equalizer und hört aber das Stück dauernd immer wieder. Und das führt einen automatisch wie eine Spirale in diese Zeit zurück. Und für mich war das Jahr 1994, bevor ich euch ein paar Soundschnipsel von der Band dann auch einspiele, vielleicht ein paar Erinnerungsschnipsel, die bei mir aufgegangen sind. Was war eigentlich 1994 los? So, als ich als 18-, 19-jähriger Abiturient mit meinen Freunden auf die Bühne gegangen bin in Kassel und wir haben unsere eigenen Songs gespielt und fühlten uns unglaublich cool und hatten auch ein tolles Publikum und so. Das werdet ihr gleich hören. Was war da eigentlich los? 1994 war irgendwie auch so in meiner Erinnerung, in meiner Jugend viel Aufbruch, viel Hoffnung. Zum Beispiel Nelson Mandela wurde erster Präsident Südafrikas. Das Land hatte die Apartheid gerade hinter sich gelassen, eine neue Verfassung bekommen. Gleichzeitig fand in Ruanda einer der schrecklichsten Völkermorde statt, die seit dem Zweiten Weltkrieg so beobachtet wurden, und zwar die Hutus ermordeten fast 1 Million Tutsis. Das war das ganze Jahr über Thema in den Medien. In Europa, unserem näheren Umfeld, habe ich nochmal nachgeschaut, da begann irgendwie so der Erfolgslauf der EU, und zwar stellte Ungarn einen Beitrittsantrag, gleichzeitig wurde in Österreich eine Volksabstimmung durchgeführt und Österreich kam dann zur EU dazu. Weltweit trat das erste Rahmenübereinkommen der UN über Klimaveränderungen in Kraft. Interessant aus heutiger Sicht, also was damals da schon so besprochen und eigentlich geplant war. An der Ostgrenze Europas gab es Kooperationsabkommen mit Russland, damals noch unter dem Präsident Jelzin. Da war Putin noch in der zweiten Reihe. Und gleichzeitig zu diesem Kooperationsabkommen, überwiegend natürlich wirtschaftlicher Art, wurden auch die letzten russischen Truppen aus Estland und übrigens auch Deutschland abgezogen. Nicht nur russische Truppen verließen Deutschland, sondern auch britische Truppen wurden aufgelöst, die immer noch bis in die 90er Jahre in Deutschland stationiert waren. Ja, und natürlich das große Ereignis in Deutschland in dem Jahr, die Bundestagswahl. Und Helmut Kohl hat es noch einmal für sich entscheiden können, wurde zum letzten Mal in seiner Karriere dann zum Kanzler der BRD gewählt. Ja, und während das alles in 94 sich ereignete, war in der Musikszene irgendwie auch einiges los. Also gerade so die Punk- und Heavy-Metal- und Rock-Szene. Green Day veröffentlichte im Januar das Album Dookie und im April gab es den größten Einschnitt eigentlich durch den Selbstmord von Kurt Cobain. Unmittelbar nachdem wir unser schriftliches Abitur gemacht haben, das weiß ich noch recht gut. Und damit löste sich die ja sensationell erfolgreiche Grunge-Band Nirvana auf.
Und infolgedessen haben sich auch viele Bands dann anderen stilistischen Richtungen zugewandt. Im August erscheint 1994 das Debütalbum von Oasis. Außerdem wird in diesem Jahr Limp Bizkit, New Metal Band, gegründet und auch Rammstein wurde 1994 gegründet. In den Charts dieser Monate, wo wir dann auf die Band, auf die Bühne gingen, hörte man Songs wie The Sign von Ace of Base. Bryan Adams hatte ein Trio mit Sting und Rod Stewart, das lief mehrere Wochen in den Charts. All for Love stammte aus dem Kinofilm, die Musketiere. Meatloaf, nicht mehr am Leben, damals mit einem seiner größten Hits, I'd Do Anything for Love. Wochenlang, das war wirklich so der Hit des Sommers. Bruce Springsteen, Philadelphia, auch ein Auskoppling vom Film Philadelphia mit Tom Hanks. Rednecks hatten so ein One-Hit-Wonder, Cotton Eye Joe. Und Mariah Carey mit dem eigentlich 60er-Jahre-Hit Without You. Das war auch so ein super Schmalz-Hit. Außerdem Alben des Jahres, die bei mir auch im Schrank stehen, noch heute Division Bell von Pink Floyd. Das war wirklich das Album 1994. Große Leistung von Pink Floyd. Phil Collins hatte einen großen Erfolg mit Both Sides und Musiker wie Westernhagen, der hatte sein eigentlich bis heute, glaube ich, erfolgreichstes Album Affentheater in 1994 am Start. Also, man könnte die Liste jetzt noch weiterführen, Musiker wie Bon Jovi und so Rockmusik, Aerosmith, die hatten alle so ihre goldenen letzten Jahre, Rockmusik. Gleichzeitig machte sich aber so die Dance-Musik, so Ace of Base, eigentlich auf den Weg. Techno kam auf und ja, also man muss schon fast sagen, wir waren mit unserer Schulband eigentlich mehr so noch Oldschool unterwegs, mit so einer Mischung aus Rock, ein bisschen New Metal, aber auch nicht ganz abgelehnt Richtung Pop und wir haben so unsere Experimente halt gemacht in diesem Umfeld. Eben das, was man so mit eigenen Instrumenten selber spielen konnte. Und im Juni dieses Jahres war es dann soweit, wir hatten lange geübt, vorbereitet, betraten wir die Bühne des Schulfestes an der Goetheschule in Kassel, Juni 1994. Und wenn ich die Musik heute so höre, dann bin ich wieder in den Tagen von damals. Eigene Songs, die wir geschrieben haben, wieder zum Leben erweckt, die ganz besondere Bedeutung hatten für uns als Freunde, die wir einfach gemeinsam entwickelt haben, oder auch einzelne Songs, die für besondere Personen entstanden sind, Widmungen hatten. Und das erste Mal ein Publikum zu haben, was diese Songs mit uns feiert, das war wirklich Adrenalin pur. Und das kurz nachdem wir unser Abitur in der Tasche hatten, war das irgendwie auch so ein richtiger Schuss ins Leben. Ja, da möchte ich euch jetzt ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich habe ein paar Abschnitte zusammengeschnitten. Die ganzen Songs werden jetzt ein bisschen lang sein, aber so bekommt ihr mal eine kleine Zeitreise, was damals so in unserer Schulband Learning to Fly los war. Übrigens ein Titel, den haben wir uns fürs Konzert dann kurzfristig überlegt und demokratisch abgestimmt. Viel Spaß!
locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, he feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie, he stole the handle in a train that won't stop going, no way to slow down. I love you.
vielen Dank, ihr wart wirklich super. Ja, das war ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1994 der Kasseler Schulband Learning to Fly. Volker, Sven, Jens und ich. Wir vier hatten noch Verstärkung von einem Jahrgangskumpel vom Harald und der hat die entsprechenden Passagen dann Bass oder Keyboard gespielt, wo ich jeweils gewechselt bin. Ihr könnt also in den Songs mal mich am Keyboard hören oder am Bass. Und bei zwei Songs ist der Harald mit dabei gewesen. Ein unglaublich wertvolles Relikt für mich und für uns. Und wenn man so über 20 Jahre danach sowas nochmal hört, dann ist das schon ein Schatz, den man so hat. Ein Blick in die Vergangenheit, so ein Dokument, wie man sich auf der Bühne gefühlt hat, was für Songs man so erarbeitet hat in einer Lebensphase. Und natürlich ging es mit unserer Band so weiter wie mit den meisten Bands dieser Art. Wir haben noch ein Jahr gespielt nach der Schulzeit und dann haben sich unsere Studienwege getrennt und Musizieren war dann auch nicht mehr möglich zusammen. Und somit ist es eine einzigartige Phase gewesen, 3 Jahre zusammen eine Band aufzubauen, sie zu entwickeln, Songs zu schreiben und dann solche Auftritte zu haben. Ja, und für mich ein Privileg, mit meinen Freunden auch heute noch Kontakt zu haben und sich über so vergangene Sachen zu freuen. Insofern danke ich euch für das schöne Wochenende, wo wir diesen Schatz gehoben haben und dass wir uns jetzt weiter daran freuen können. Ja, das war meine Spezialsendung heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert. Die Songs spielen auf die eine oder andere Weise vielleicht nochmal eine Rolle. Ich habe da nämlich ein, zwei Kompositionen, an denen ich vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten möchte. Also bleibt gespannt. Das war Markus Glück. Tschüss. Glück on air.